Hallo, hallo Freunde, halbwegs vernünftiger Audiotechnik. Heute geht's mal nicht um China-Smartphones, sondern um Mikrofone. Ich habe ja schon mal das eine oder andere vorgestellt, China-Mikrofone wohlgemerkt. Aber ich habe auch mal in letzter Zeit mich so ein bisschen erkundigt, was kann man eigentlich noch so alles sich zulegen, sich vielleicht sogar verbessern. Ich benutze ja hier das hier. Ja. Das ist ein Shure-Mikrofon, SM58, wenn ich mich nicht irre. Mal nachschauen. Yep. Ein SM58. Ich hätte wohl das SM57. Ich muss auch zugeben, dass die Unterschiede eher minimal sind. Das ist ja halt ein Gesangsmikrofon. Das SM57 war ein Instrumentenmikrofon. Beide aber echt top. Muss ich sagen. Wie dem auch sei, Ansteckmikrofone, weil ich muss ja das immer aufbauen und dann hängt mir das Ding in mir Sicht rum. Und da dachte ich mir, schaust du dir mal ein Ansteckmikrofon an und deshalb habe ich mir das Rode Lav von Lavalier-Mikrofon plus besorgt, gekauft. Online. Links findet unten in der Videobeschreibung, gibt es eigentlich überall. Das Ding ist recht bekannt. Ist ein kleines, winziges Ansteckmikrofon. Ist es günstig, es geht noch günstiger, aber das ist ja zumindest ein Markenprodukt und außerdem überall ziemlich positiv beworben. Und ich habe es auch schon ausprobiert, bin aber der Meinung, bisher bin ich mit denen noch ein bisschen besser bedient, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es bedeutend teurer ist und größer. Guckt euch mal den Prügel an, ja, und dazu. Das ist Neu Plus. Improved. Klingt doch ziemlich verlockend. Rode ist ja ziemlicher Markenhersteller und auch recht bekannt, was eben so Audio-Zubehör bzw. Sachen angeht. Was steht denn hier alles drauf? TRRS Connection. Das Besondere an dem Mikrofon ist, man kann es auch hier sehen auf der Rückseite, das funktioniert nicht nur zum Beispiel an einer Kamera, so wie ich es habe, meine Lumix G70, sondern es funktioniert auch an Smartphones, wie zum Beispiel das hier oder das hier oder ist auch egal, ich könnte jetzt noch das ganze Spielchen eine Weile fortführen. So ganz einfach ist es allerdings nicht. Das Gerät, das Mikrofon selber kostet ungefähr 47 Euro. Aber funktioniert dann so in Auslieferungszustand erstmal nur an sowas hier, Smartphones. Weil wir das zum Beispiel in der Kamera verwenden, brauchen wir einen Adapter. Den habe ich auch gekauft, davon abgesehen. Wenn, dann will ich das ja vollumfänglich alles euch vorstellen. Ja, das ist aber irgendwo, doof. Ich meine, so ein Adapter, das ist ein Centartikel, muss man dazu kaufen, 13 Euro habe ich dafür bezahlt. Außerdem haben wir auch noch nur eine Strippe, also eine Kabellänge von, muss ich jetzt nochmal nachschauen? Eine Kabellänge von 1,18 Euro. Das heißt, es wäre auch nicht verkehrt, je nachdem, was man vorhat, sich dann auch ein Verlängerungskabel von Klinke-Buchse auf Klinke Stecker zu kaufen. 3,5 mm, ja, es gibt auch 2,5. Habe ich übrigens auch gekauft. Ich habe das volle Programm, aber da kann natürlich sein, dass man schnell, je nachdem, was für Qualität man einkauft, nochmal auf die 70 Euro kommt. Ja? Also ich habe hier zum Beispiel mir gleich ein Verlängerungskabel von Shure geholt. Ich dachte mir, naja, wenn schon, denn schon. So, außerdem gibt es ein kleines Beutelchen dazu. Ihr seht, wir machen heute kein Review am Tisch. Ne? Das halte ich nicht für zielführend, aber deshalb muss ich das euch jetzt alles vor der Kamera halten. Kleines Beutelchen gibt es auch noch, das finde ich ziemlich edel. Und kommen wir jetzt mal zum Vergleich der Audioqualität. Ihr habt jetzt mich schon eine Weile gehört über mein SM80 von Shure. Und nun stecke ich mir mal das Mikrofon an und dann gucken wir mal, wie sich das dann verhält. So, jetzt ist es angesteckt. Hier. Erstmal dran gewöhnen, dass ich das Ding ja jetzt erstmal nicht brauche. Das Ding hat hier so ein kleines Befestigungsdings und das kann ich jetzt befestigen. Hier irgendwo Platz ist. So, wie sehe ich aus? Jetzt würde ich mich selbst interviewen, ne? Professionell, professionell. Kommt, macht natürlich schon was her. Ich hoffe, man versteht mich auch. Hä? Macht was her, oder? Sieht man es überhaupt? Ich sehe es nicht. So einen kleinen Bildschirm hier, auf den ich mich selbst betrachten kann. Der ist ziemlich klein. Okay. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, was ihr besser findet. Mein Shure. SM80. Ist auf jeden Fall ja optisch schon mal ein Highlight. Während man das bei den Rode Mikrofonen nicht sagen kann. Aber es ist natürlich viel praktischer. Ich kann jetzt hier mich so frei bewegen. Super. Okay, ich muss jetzt irgendwas catchen, damit ihr Gelegenheit habt, mal möglich so den Unterschied halt genau rauszuhören. Ihr könnt jetzt in dem Video zurückspringen oder in dem Video wieder vorspringen und dann euch die unterschiedlichen Qualitätsstufen bzw. halt das halt reinziehen. Ihr könnt mir auch sehr gerne unten in die Videobeschreibung reinschreiben, ob ihr das besser findet. Das hier oder eben das hier. Ich bin ein bisschen hinterhergerissen, weil ich finde die Audioqualität von den Shure besser, aber das Lav Plus von Rode ist lauter. Viel lauter. Das muss ich wahrscheinlich alles nachher noch regulieren. Ich hoffe, ich mache das Video jetzt nicht komplett umsonst, weil ich jetzt nämlich meine Kameraeinstellung so gelassen habe. Auch die
Ne, die Lautstärke halt innerhalb der Kamerasensibilität. Okay, gut. So, Freunde, professioneller und halbprofessioneller Audiotechnik, die man auch am Smartphone verwenden kann. Ich habe jetzt mein Lite V1 Pro am Start und man sieht die Strippe. Ich habe das Mikrofon jetzt einfach oben in den Klinkeneingang reingestepselt und nehme ich jetzt auf mit der Frontkamera. Hm. Für diejenigen, die halt auch Videos machen wollen mit dem Smartphone. Hm. Okay. Ja, ich habe jetzt viel nicht zu sagen. Ihr seht, es funktioniert. Ich kann sagen, es funktioniert. Ja, und ja, jetzt wieder zurück ins Studio zum Moschus. So, jetzt habt ihr noch so einen kleinen Ausschnitt gesehen, halt vom Handy. Das funktioniert ja auch ganz gut. Das müsst ihr dann oben nur in den Eingang vom Klinkenanschluss stecken. Das funktioniert allerdings nur, also hier, es funktioniert nur, wenn ihr keine aktuelle Apple-Generation habt und das Ding halt noch über den Klinkenanschluss verfügt. Wie auch das hier, das haben wir hier gezeigt. Und das Gerät muss Headset sozusagen unterstützen. Die andere Sache ist, dass ihr eine spezielle App braucht. Nicht immer unter Umständen. Also meine normale Kamera-App, aber auch die von dem hier und dann noch ein drittes Gerät, was jetzt noch woanders liegt. Die wollten alle nicht das externe Mikrofon verwenden, sondern haben weiter das interne verwendet. Das war ein bisschen doof. Ich habe mir dann einfach eine Kamera-App runtergeladen, die da heißt Open Kamera. Und da kann man dann unter Einstellungen einfach als Audioquelle statt dem internen das externe Mikrofon wählen, dann geht's auch. Okay, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Ihr könnt euch ja ein Bild über das Mikrofon machen. Ihr findet unten in der Videobeschreibung alle Links, wo ihr das herbekommt. Könnt ihr euch holen, könnt ihr euch nicht holen. Man sieht ja meinen Kopf gar nicht korrekt. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst die Kommentare nicht. Schreibt ihr, ob euch das Mikrofon besser gefällt oder das hier. Ja, ich würde dann halt mich dann für eins entscheiden. Beide gleichzeitig benutzen geht nicht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.